Der Flugzeugbauer Airbus hat für den Fall eines ungeordneten Brexits erneut mit der Verlagerung seiner Produktion gedroht. Wenn es einen No-Deal-Brexit gibt, müssen wir bei Airbus möglicherweise sehr schädliche Entscheidungen für das Vereinigte Königreich treffen, sagte Konzernchef Tom Enders am Donnerstag in einem auf der Airbus-Internetseite veröffentlichten Video. Please don't listen to the Brexiteers' madness, which asserts that. Bitte hören Sie nicht auf den Wahnsinn der Brexit-Unterstützer, die glauben, nur weil wir hier große Fabriken haben, würden wir sie nicht verlagern. Natürlich ist es nicht möglich, unsere großen britischen Fabriken sofort in andere Teile der Welt zu transportieren. Luft- und Raumfahrt ist jedoch ein langfristiges Geschäft und wir könnten gezwungen sein, künftige Investitionen umzuleiten. Und machen Sie keine Fehler, denn es gibt viele Länder, die gerne Flügel für Airbus-Flugzeuge bauen würden. Die britische Luftfahrt stehe jetzt am Abgrund, so Enders. Der weltweit zweitgrößte Flugzeugkonzern hinter Boeing beschäftigt auf der Insel 14.000 Mitarbeiter, 6.000 davon in der Fabrik im walisischen Broughton, wo Flugzeugflügel gebaut werden, und 3.000 in Filton im Westen Englands.